Na, Leute, ich begrüße euch zu meinem zweiten ADHS und ADS Video oder Kurzfilm, Tagebuch oder wie man auch sagt, hier aus der schönen Schweiz. Ein spontaner Ort gewählt, ein bisschen Ruhe, ja, und was ich dazu sagen wollte, war, dass beim letzten Film eigentlich noch nicht um dies ging, wie ich dazu gekommen bin, sondern eigentlich auch noch nicht um die Diagnose oder wie ich es bemerkt habe, sondern einfach mal so, dass man in den Wald ging. Und das habe ich erst später dann bemerkt, habe auch Kommentare bekommen, Antworten, alles liebe Antworten, muss ich noch sagen. Vielen Dank dazu. Und wollte jetzt eigentlich die Diagnostik genauer angehen in den nächsten Videos. Plus auch, was mir sehr wichtig ist, ist THC, Suchtmittel, Alkohol, Missbrauch, sage ich jetzt mal, von genau diesen, oder auch Zigaretten, Nikotin. Das sind sicher drei Suchtmittel, die für ADHSler oder ADSler ein Riesenproblem sein kann. Oder eine Schwäche, sage ich jetzt mal so. Und das will ich euch mal erzählen, wie das bei mir war. Bei mir war das so, dass ich eigentlich immer ganz normal war in der Schule. Immer nicht der Schlechteste, nicht der Beste. Habe aber nie gelernt in der Primarschule, also im Vorschulalter, so sage ich jetzt mal zwischen 6 bis 12 Jahre, ja, war das. Und plötzlich, wo es um das ging, oder um dies ging, ob ich jetzt eine Maturität mache, also oder eine Mittelschule oder so, da hat es mich eigentlich überfordert. Ich wollte nur Sport machen, ich wollte Handball spielen, Snowboard fahren, was auch immer. Ich wollte coole Klamotten tragen, ich wollte das und dies, aber ich habe mir keine Gedanken gemacht, was ich mal werden will. Und konnte dies auch nicht. War halt ein bisschen ein Zappelphilipp, war aber nicht der Typ, der jetzt irgendwie gewalttätig war oder die Klasse genervt hat oder so. Und die Eltern haben mich dann eigentlich zu einer Lernhilfe geschickt. So war das. Und diese Lernhilfe, die hat auch nichts Spezielles herausgefunden. Hat Tipps gegeben, aber ich habe es nie umgewandelt und sah es als stupide an, irgendwas zu lernen wie Französisch oder so. Und alles, was ich zuhören konnte, wie Geschichte oder so komplexere Sachen eigentlich, aber irgendwie logisch waren, wie Mathematik zum Beispiel auch, das klappte dann. Deutsch war ich auch nie schlecht, aber bei den Fremdsprachen, Englisch wie auch Französisch, da wo es um Fließ ging, hatte ich dann enorme Probleme. Also das gab dann auch einer, das ist in Deutschland 6, oder es gab halt 5 in Deutschland und 2 in der Schweiz oder so. Und ja, da hieß es einfach, das ist nicht sein Ding, der muss mal was anderes lernen, ja, ist der. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte alles gekonnt. Hätte ich eventuell seit Kindheit ein Medikament gekriegt. Das ist was, das weiß ich nicht, was wäre, wenn. Und das kann ich auch nicht meinen Eltern böse nehmen oder vorwerfen. Das wussten die auch nicht. Ich war nicht extrem, schlecht und ich hatte keine Schwäche, sage ich mal so. Aber als es dann in die Oberstufe ging, so mit 14, 16, und der Schulstress ein bisschen größer wurde, gerade im Französisch und, muss ich dann sagen, da wurde ich labil, ging in den Ausgang als einer der Ersten, obwohl ich noch Sport machte, und habe dann schnell zu Marihuana gegriffen. Also das hat mich nicht geflasht, das hat wirklich nichts mit mir gemacht, ich war auch nicht voll durch oder so. Ich war einfach entspannt normal und konnte mal so sachlich denken, also ich konnte rational denken. Und die anderen Kumpel, die kriegten Hunger und rote Augen und mussten kapitulieren. Und ich begriff das nicht und wollte immer noch ein Joint, noch ein Joint, noch ein Joint. Und dies ging dann Jahre, also ich sage jetzt mal so 10 Jahre sicher. Also ja, jetzt kann ich stolz sagen, dass ich das im Griff habe, aber immer noch ab und zu mal
eins kiffe, so. Aber ich bin kein Kiffer mehr. Und bin auch nicht süchtig. Aber ich war es mal. Und ich denke, ich war aber nicht THC-süchtig, sondern ich hatte halt ADHS, wusste es nicht. Und THC hat es gekillt. Über 2-3 Stunden. Und dann fing das Theater wieder an. Und was das Problem daraus ist, das kann ich jetzt jedem sagen, du bist dann einfach nicht stressresistent. Also stressresistent, sorry, wegen meinem Schweizerdeutsch. Die Stressresistentheit, die erlernst du nicht. Also das Unterbewusstsein kann halt nicht bei massivem Stress sich daran gewöhnen oder so, sage ich mal das so. Ich bin weder Arzt noch Neurologe noch irgendwas, aber ich habe mich jetzt über mehrere Jahre mit diesem Thema auseinandergesetzt, Fachliteraturen gelesen, auch neurologische, und sehe das mit meinen Erfahrungen so, dass das größte Problem war beim Entzug von THC, wo ich seit 20 immer wieder versuchte, dass ich dann einfach Ausraster hatte. Die hatte ich halt bis dahin in der Schule nie. Hätte ich die dort gehabt, wäre ich aufgefallen von Lehrer, Lernenden wie auch Eltern. Oder beim Sport oder. Nach dem Konsum von Cannabis, ich denke so nach 3-4 Jahren, hat man dann schon eine Kurve bemerkt, die ging einfach runter. Das war jetzt einfach mal so stressmäßig. Also ich war da nicht resistent. Vom Mind her, da könnte ich Stunden drüber sprechen oder Stunden. Also da werde ich vielleicht auch mal in nächster Zeit ein PDF veröffentlichen oder so. THC und Mind-mäßig so. Ob man jetzt ADHS hat oder nicht. Also ich muss ganz klar sagen, ich bin ein Gegner von Kiffen. Momentan. Seit Jahren schon. Es ist ein Scheiß. Ein Scheiß-Dreck für mich. Sorry für die, die jetzt vielleicht auch unten hier schreiben, so, hey, du hast keine Ahnung und so. Für mich war es nicht gut, tut es immer noch nicht gut. Es ist okay, wenn es mal im Monat ist. Einmal, zweimal. Es ist aber besser, wenn ich es gar nicht mache. Und jedes Mal, wenn ich es mache, dann merke ich halt einfach mittlerweile auch, das Herz schlägt schneller, Stoffwechsel geht hinauf, da kommen Gedanken auf, die ich sonst nicht mehr habe mit meiner Meditation und allem. Und ich bin so im Leerlauf, also so Dinge, die ich sofort tue und mir wieder angeeignet habe, trotzdem ADHS, diese Muster, die zerfahren einfach beim Kiffen. Also da gibt es einen Unterschied, 1, 2, 3 Zug von einem Joint. Irgendwo beim Kumpeln, beim Grillen am Wochenende oder so. Und dann muss aber Schluss sein. Würde ich Cannabis besitzen? Ich kann das auch so sagen, weil das in der Schweiz eigentlich jetzt legal ist. Bis 10 Gramm, glaube ich, gibt das einfach eine Ordnungsbuße. Aber das habe ich schon seit Jahren nicht mehr so besitzt. Also ich gebe kein Geld aus für das. Ich nehme mal einen Zug. Aber ich suche nicht daran. Und da bin ich sehr stolz. Und ich denke, viele Kiffer haben ADHS. Also das wissen die nicht. Aber das ist so der Kiffertyp. Wenn du dem Kiffertyp das Kiffen wegnimmst, dann wird der Kiffer vor nicht mehr chillig drauf sein. Und dann kommt er voll ins Zeug. Und dann ärgerst du ihn noch ein bisschen so mal. Was eigentlich nicht schlimm wäre, dann schlägt er noch zu oder so. Ich weiß doch nicht, was das ist. Oder fährt mit dem Auto mit 140 durch die Gegend, es wäre 100, hupt im Zeugs rum und so. Das ist so ADHS, ADS und Kiffer. Und sie haben Feierabend und sie wollen nach Hause kiffen gehen und so. Und das ist einfach bei mir aufgefahren über Jahrzehnt, also so 10 Jahre, und das wollte ich wie nicht. Ich habe Handball gespielt, wurde mal Schweizer Meister, ich habe 4-mal trainiert in der Woche und plötzlich ging das einfach bach durch. Ich wollte nur nach Hause kiffen. Also du arbeitest dann
das ist ein Stress. Vielleicht ist Stress. Ich weiß nicht, ob Stress war. Für mich war es vor Stress. Ich denke, für jemand, der kein ADHS hat, das oder ADHS hat und medikamentös behandelt oder einfach auch sonst schon weiß, dass es hat, der könnte mit diesem Stress, wo ich dazumals mit 16 bis 25 so überfordert war und gekifft habe, auch gesoffen habe Wochenende und konnte der, also ein normaler Mensch, gibt's das, aber der kann mit dem nach Hause gehen, vielleicht denkt er noch dran oder schläft danach und so. Bei mir führte das dazu, dass ich entweder den Job gekündigt habe, nicht mehr aufgetaucht bin oder Krieg angefangen habe mit Leuten, die mir eigentlich vielleicht nur einen Rat geben wollten. Du, das könnte man auch so machen oder so. Da dachte ich dann immer so, besser bist du selbstständig und so, da kommen diese Arschlöcher nicht und sagen dir noch, was du da machen musst für das und das Geld und so. Aber ich habe mir nie überlegt, ich könnte auch eine Bildung dazu machen oder mehr bilden oder ich hätte mich mehr bilden können und mich mit diesem Punkt auseinandersetzen, wieso ich so bin, wie ich bin, dazumals gewesen. Also wieso bin ich so, wieso habe ich Probleme mit Kritiken, wieso bin ich nicht Kritik umsetzungsfähig gewesen, sage ich jetzt mal, teils heute noch. Ein stur, also sturer Kopf, sagt man in der Schweiz, also eine Sturheit ist da, nach wie vor. Ein Ehrgeiz, der eventuell zu extrem ist. Narzissmus ist sicher auch ein Ding bei ADHS. Extrovertierte Leute neigen dazu. Bekommen die noch Macht, dann spinnen die auch. Dann ist dann die Frage, was besser ist, THC, Ritalin, also einfach ein Methylphenidat, ich mache jetzt da nicht Werbung für irgendeine Firma oder so. Ein Amphetamin für erwachsene Leute in kleinen Dosierungen in Rettart über 10 Stunden, 8 Stunden. Oder kifft man dann da einfach so mal drauf los? 100 Euro in der Woche, 200 Euro, keine Ahnung. Riskiert so den Ausweis für Auto, kriegt Probleme im Umfeld. Hast du Kinder, hast du Frau, habe ich nicht. Weiß nicht, kannst nicht immer nach Hause kommen und rumkiffen. Also an alle Kiffer, überlegt mal, habt ihr vielleicht ADHS? Und ihr wisst das einfach nicht. Ihr kifft halt einfach immer. Kifft man eine Woche nicht. Und dann schaut mal, wie ruhig ihr seid. So. Weil eigentlich macht Kiffen nicht ruhig. Kiffen macht nicht ruhig. Kiffen macht eine Herzschlagfrequenz. Das habe ich alles gemessen bei mir. Das sind immer bis so 10, zwischen 9 bis 14 Schläge waren das. Also eine völlige Illusion. Und ich hatte auch nie Hunger, habe abgenommen vom Kiffen. Ist ja logisch, die Herzfrequenz, der Puls geht hinauf, die Wärme geht hinauf, du hast mehr kalt, die Adern gehen zu, da rauchst du ohne Filter Nikotin und so, da fängt das ganze Problem an. Und du denkst aber immer, ich bin ruhig. Vielleicht bist du auch ruhig, weil das Nikotin sicher mit dem Dopamin was macht. Und vielleicht bist du auch ruhig, weil, was habe ich mir dann überlegt, weil ich einfach vielleicht ein bisschen wie erstickt bin im Kopf. So. Also wenn ich nicht in der Luft bin, draußen so, dann habe ich oft Mühe mit dem Denken. Also dann werde ich noch zwaspliger. So. Und beim Kiffen hat es einen Gegeneffekt. So. Wie du rauchst halt was rein und dann die Atem gehen zu und dein Kopf ist nicht mehr so durchzuckert und so. Und dann bist du vielleicht nur noch auf 70% als 100% und als ADHSler bist dann du mal gestillt, bisschen so. Das könnte auch ein Fakt sein. So. Das ist dann so wie ketogene Ernährung bei ADHS, habe ich herausgefunden, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn der Zucker fehlt bei mir. Dann bin ich ruhig. Habe ich zu viel Zucker, dann denke ich zu viel. Aber das ist ein nächstes Thema. Ja. Spannendes Thema. Und ja, bin immer noch hier im Wald. Ja, schauen so
will jetzt hier nicht voll die Pro-Filme machen und so. Auch mit dem Schnitt und alles. Ich will einfach den Leuten weitergeben, wie es ist, wenn man ADHS hat. Vor allem im Erwachsenenalter entweder. Oder dann, wenn man es nicht weiß, das ist das Schlimmste. Also das ist ganz, das ist richtig sick, Leute. Das hatte ich sicher 27 Jahre lang. Und ich wäre woanders vielleicht, wenn ich es gewusst hätte. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht, wo es hinführt. Da mache ich mir auch keine Gedanken mehr so. Aber ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich ein bisschen gekämpft habe mit mir. Und auch, ich hatte eine Zeit, wo ich ein Jahr sicher brauchte, bis ich akzeptiert hatte, dass ich ADHS jetzt habe. Also, dass das nichts Schlimmes ist. Ich sterbe nicht. Es ist ein Glück zu wissen. Sieht friedlich aus hier. Aber ich hatte dann ein Jahr, wo ich dachte so, scheiße, wenn ich es ja in der 5. Primarschule mit 6-7 Jahren gewusst hätte, dann wäre ich vielleicht jetzt Arzt oder ich wollte immer Architekt werden oder so. Oder Polizist, hat ihm auch gefallen. So. Und ja, Polizist, das ging dann sowieso schnell mal in die Hose so mit Kiffen und Autofahren und was da alles passierte. Architekt, ETH bei uns, unmöglich. Mit meinem ADHS und ohne Medikamente, würde ich sagen. Da kannst du so viel meditieren, wie du willst. Du wirst nicht an diese Leistung kommen, Ende Semester oder im Semester, wie Leute, die täglich dann 8 Stunden sich einfach fokussieren können. Du wirst es nicht schaffen. Und an alle, die sagen, ADHS gibt es nicht und so, die will ich gar nicht ansprechen. Also ich spreche nur diese Leute an, die mich verstehen, die das auch haben. Schreibt mir unten, ich schreibe zurück. Die Hardcores unter euch. Die Leute, die auch schon Erfahrung mit Medikamenten hatten und immer noch merken, es tut sich was im Kopf. Die Leute, die an sich arbeiten, die an Ernährung arbeiten, an Fitness, an Mind, an Meditation und Verluste hatten schon mehrere. Diese Leute will ich ansprechen, die interessieren mich. Plus Leute wie schwer erziehbare Kinder, wo die Eltern überfordert sind, noch nicht eine Diagnose haben oder eine negative Diagnose haben. Und das heißt vielleicht, dein Kind hat Borderline. Das ist meistens so, kann halt so rauskommen. Borderline dachte ich auch schon an. Aber dachte mir immer, das kann nicht sein. Aber es gibt Diagnosen, da sagt man Leuten 20, 30 Jahre lang, sie haben Borderline, bekommen Medikamente und werden eigentlich noch mehr hyperig und so. Plus dann Depressionen und so. Ja, wenn es Eltern gibt, irgendwo, wo das finden, fragt mich, was ihr wollt. Ich finde das spannend, auch für mich. Als eigene Therapie und ich bin ja nicht Arzt oder irgendwas. Aber ich kann sagen, dass ich mit einem Psychiater, Mediziner und Neurologen einen guten Kontakt pflege, der mir sehr geholfen hat und ich ihn um Rat und Tat fragen darf und auch Studien lese und das ist ganz interessant. Und ich denke, man könnte sicher für Schweizer auch den Kontakt dann vermitteln bei konkreten Fragen oder so, oder ich dürfte sicher vielleicht ihn fragen. Ja, frag einfach. Bis zum nächsten Mal.